großes Presseaufgebot im Kieler Rathaus. Australian Open-Siegerin Angelique Kerber trug sich am Freitagvormittag in das Goldene Buch der Stadt Kiel ein. Für längere Gespräche mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer oder Stadtpräsident Hans-Werner Tovar blieb kaum Zeit. Zu groß war das Medieninteresse an dem jungen Tennisstar. Die 28-Jährige genoss den Empfang in ihrer Heimatstadt. Die Gefühlslage ist gut. Also ich bin ganz Lemsiegerin, das kann mir niemand mehr nehmen. Und dieser Empfang, den ich hier heute bekommen habe, ist sehr schön, was ganz Besonderes. Und ich fühle mich wohl. Doch nicht nur im Rathaus wurde Kerber ganz besonders empfangen. Meine Schwester hat mir was vorbereitet, hat mir ein paar Bilder von dem Finale rausgeschnitten, hat mir so ein Porträt draus gemacht. Also ich habe schon gemerkt, dass alle mit mir mitgefiebert haben natürlich und sich mit mir gefreut haben und alle sehr stolz auf mich sind. Nach den ereignisreichen letzten Wochen freut sich die Kielerin auf die kommenden Tage. Und dann hier genau. Das ist was ganz Besonderes, jetzt nach 2 Wochen wieder nach Kiel zu kommen, meine Freunde wiederzusehen und die Zeit hier in meiner Heimatstadt zu genießen. Also nach diesem ganzen Rummel in den letzten Wochen ist es schön, mal wieder ein bisschen runterzukommen. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt dem Tennisprofi nicht. Ich werde jetzt noch ein bisschen entspannen, bevor ich dann wieder auf den Tennisplatz gehe, mich auf die nächsten Turniere vorbereite und dann nach Doha in den US Miami fliege.